Einen wunderschönen guten Morgen, ihr Lieben. Ja, habt ihr alle gut geschlafen? Seid ausgeschlafen und voller Elan in den neuen Tag reingestartet? Und ja, ich habe auch schon einen Kaffee getrunken und der zweite Kaffee steht auch schon da. ja, dann freuen wir uns doch mal alle auf den neuen Tag. Und ja. Wir haben ja Sonntag und Sonntag haben wir immer die Legung, was dir die allgemeinen Energien mitgeben möchten, was dir die Energien jetzt sagen möchten, was ist vielleicht wichtig für dich, auf was kannst du achten, ja, was wird für dich bereitgehalten, ne? Und das ist eine sehr interessante und schöne Legung auch immer, die ich sehr, sehr gerne habe. Und ja, danke für euer Sein, ihr Lieben. Danke für diese wundervoll lieben Kommentare von euch. So was Wunderschönes. Also es berührt mich immer wieder aufs Neue. Jeden Tag wirklich. Danke, dass es euch gibt. Danke für eure Herzlichkeit. Und ja, jetzt schauen wir da einfach mal rein. Ich lege da jetzt natürlich keine Personenkarte raus, weil es ja eine allgemeine Legung jetzt ist, was dir die Energien mitgeben und sagen möchten. Und das ist natürlich jetzt wieder auch hier ein Überraschungspaket, was dabei rausfällt. Und wir schauen, wir lassen uns jetzt hier mal überraschen, ne? Ja, was möchten dir die Energien, genau, was möchten dir die allgemeinen Energien mitgeben? Was ist wichtig für dich? So, dann schauen wir doch mal. Jetzt schauen wir mal, ob ich hier richtig in Position bin. So, meine Lieben. Ja, da hätte ich aber schon noch gerne was zur Wow. Zur Klärung mit dazu. Das ist immer ganz, ganz interessant, gell? Wenn ich hier dann auch immer so ein paar Kommentare mit dazu gebe und ihr wisst gar nicht, um was es geht. Ach, meine Lieben. Aber wir haben hier gleich das Rätsels Lösung. Dann halte ich euch nicht mehr hier, spanne ich euch nicht mehr länger auf die Folter. So. Okay, meine Lieben. Also, ich sage mal hier klare Aussage, was wir jetzt hier auch wieder haben. Und zwar deutliche Aussage, was die Energie mitgeben möchten. Hier, du, das bist du. Wir haben übrigens hier wieder Kollektivlegung, Personenkarten sind geschlechterneutral. Das bist auf jeden Fall du. Sehe dich hier als du, egal was hier abgebildet ist. Das ist dein Wunschpartner. Den hat dein Partner, dein Wunschpartner, der Mann, der auf dich zukommt oder die Frau. Und ihr wisst ja auch, Kollektivlegung kann nicht für jeden zutreffen. Ne? Okay, also hier haben wir es. Du machst dir sehr, sehr viele Gedanken. Also du bist hier ganz komplett in deinen Gedanken auch drin. Und der ein oder andere hier hat auch ein Kind oder Kinder und macht sich da auch sehr viele Gedanken, weil hier ist die Veränderung nämlich da. Und die Veränderung, die ich hier sehe, zum Glück. Also du greifst dein Glück, ne? Dein Glück ist hier, du holst dich aus der Unsicherheit raus und hier auch alles, was Probleme betrifft, was so ein bisschen Ärger, Probleme, Konflikte, Auseinandersetzungen, das sagst du für dich, nee, ich habe jetzt hier die Schnauze voll, ich lege das mal hier alles ab, weil ich starte hier komplett nach vorne. Also du startest auch hier nach vorne, so wie ich dich sehe, ne? Und hier,
Du hast in dieser Zeit, nimm es an und nimm es auch wahr, weil du vertraust dir nämlich nicht selbst, ne? Also du, als ob du bist skeptisch dir gegenüber. Und was dir die Energien jetzt mitgeben möchten, du strahlst hier wirklich wie die Sonne, das blühende Leben. Nimm es an und greif es auch, weil hier, du hast eine Wahnsinns-Anziehungskraft. Also hier, es werden Menschen auf dich zukommen, ob es dein Wunschpartner ist, ob es jemand ist, den du noch gar nicht kennst. Hier, wir haben die Verbindungen hier liegen, ne? Und da geht's, also da wird hier richtig was in Bewegung kommen. Sei es auch, wenn es dein Partner ist, dein Lebensgefährte, ne? Wenn du in einer Liebesbeziehung bist, einer festen Beziehung, hier, wir haben die be feste Beziehung auch da liegen. Hier wird wirklich deine Ausstrahlung, was du an Wärme, Geborgenheit, die Harmonie, diese Sinnlichkeit auch in dir. Du wirst eine Wahnsinnsausstrahlung hier haben. Also glaube an dich, weil du den Glauben an dich selbst verloren hast. Ne? Du wirst Menschen wie magnetisch, wie ein Magnet ziehst du die Menschen an. Ne? Du stehst richtig, ich sehe dich hier richtig im Emporsteigen, auferstehen, dass du aus diesem ganzen dunklen, tristen Gewust hier rauskommst und wirklich sagst, hallo, da bin ich. Ne? Und du genießt das Leben, weil du hast eine Ausstrahlung und ziehst Menschen, Ereignisse an dich, die schöner nicht sein können. Du holst dich jetzt selbst aus dieser Spirale raus, beziehungsweise hol dich aus der Spirale raus, ne? Weil das ist es, deine Ausstrahlung. Du, das Leben will dich sehen, wie du dein ganzes Auftreten, deine Persönlichkeit, das Wundervolle in dir. Und da sagen dir die Energien, lass es zu, vertrau dir doch endlich mal. Ne? Gib dir selber mal einen Klaps auf den Hintern und sag, hey, schwupps, raus jetzt hier in die Welt. Weil es du, die, deine Ausstrahlung, du machst dir immer viel zu viele Gedanken. Du bist wunderschön, seh dich als wunderschön. Du bist ein Unikat, du bist eine Bereicherung. Die Bereicherung fürs Leben, die Bereicherung für dein Umfeld. Ne? Und alles im positiven Sinne. Hier, vertraue auf deine Gefühle. Ne? Halt dich nicht zurück und hol dich aus dieser Endlosschleife auch raus. Wir haben es hier wieder, dein Wunschpartner. Ist hier die andere Person, da ist definitiv ein Ende. Also da wird sich wirklich auch so, ja, da ist aber ein Pärchen, ne? Also die sind da auch zusammen, auch wenn da ein bisschen Kontakt gewesen ist oder so. Hier ist ein definitives Aus, ne? Und dein Wunschpartner, dein Partner wird hier auch in seinem Umfeld was beenden. Wo er sagt, okay, diese Personen tun mir hier nicht, auch nicht mehr gut. Ne? Hier ist wirklich auch die Trennung das komplette aus. Also befreundet auch sein Umfeld. Also da wird auch Menschen in seinem Umfeld hier ein kompletter Cut wird es hier, einen kompletten Cut wird es hier auch geben. Ne? Für dich selbst auch dein Pessimismus, was die Arbeit betrifft. Du siehst dich auch hier, diesen Pessimismus da. Vielleicht bekommst du keine Anerkennung oder ne, irgendwas, aber das hat mit dir selbst zu tun. Wenn du selbst deine Einstellung hier auch für dich veränderst, dann strahlst du das auch wieder aus und hast ein ganz anderes Auftreten. Na? Und seh dich so, dass du erfolgreich bist, dass du dich selbst wertschätzt, dein Selbstvertrauen und vor allem vertraue dir selbst richtig in der Kommunikation, in allem, was du tust. Und du wirst die Anerkennung hier auch bekommen, weil andere Menschen merken das auch, dass du hier in deinem Pessimismus gerade festhängst, ne? Und so in dem Konflikt mit dir selbst auch sehr stark bist und hier auch was die Aktivitäten betrifft, dass du dich immer wieder zurücknimmst auch und dich selbst nicht frei lässt. Na, also lass dich frei, steh auf und lebe. Du bist Leben, du bist Liebe. Und seh es auch so. Seh dich, was du an Liebe gibst und alles kommt auch zu dir zurück, ihr Lieben. Und das möchten dir die Energien sagen, weil hier der komplette Wandel ist. Wir haben hier, wir haben die Fülle komplett. Bei dir noch. Auch was die Kommunikation betrifft, hier wird es auch richtig Bewegung geben, was Kommunikation betrifft. Es werden Menschen auf dich zukommen, wo du denkst, wow, wunderschön, das ist ein riesengroßes Geschenk für dich.
Und das ist auch das, was wirklich auch unerwartet kommt, weil du selbst nämlich nicht mehr dran glaubst. Aber und deswegen sage ich, es will zu dir, also glaube auch daran. Und das möchten dir die Energien sagen. Hol dich jetzt raus aus dem ganzen Sumpf da, an dem du da drin rumkurvst. So ein Stückchen schaust du mal wieder raus und dann denkst du, ach, naja, bleibe ich mal doch lieber da unten. Nein, stopp, Ende aus. Weil hier, deine Unsicherheit brauchst du nicht mehr haben, was die Liebe betrifft. Na? Liebe dich selbst, komm zu dir selbst, weil du, ich sehe dich hier, was du ausstrahlst. Also, wie gesagt, du wirst die Menschen in deinem Umfeld, du wirst sie begeistern. Und du wirst sie magisch anziehen. Du wirst das Positive, den Erfolg, das Vorankommen, das Weiterkommen, ist wie ein Geschenk für dich. Und das will zu dir, das will genommen werden. Na? Und so sehe ich dich. Und auch wirst wunderschöne Erfahrungen machen, die dich sehr glücklich machen. Ich habe das große Glück, das kleine Glück, also alles geballt bei dir. Und ich habe hier die Veränderung. Du wirst den Weg der Veränderung gehen. Ne? Mach dir natürlich auch sehr viele Gedanken, wenn du ein Kind oder Kinder auch hast, was ja die Veränderung betrifft. Aber auch dein Kind oder deine Kinder werden hier komplett mit dir aufblühen. Ne? Weil sie dich, diese Herzlichkeit auch sehen und du wirst diese Wärme, die du aussendest, die wird auch angenommen. Und es ist auch ein Geschenk für dich, wenn du viel mehr Lächeln im Außen von anderen Personen auch bekommst. Hier, wie gesagt, Wunschpartner, Single, Partner, alles, das Komplettpaket. Wir haben hier, dass hier Bewegung auch reinkommt. Hier die Bewegung, was die Festigung betrifft, dass hier wirklich was vorangeht. Ne? Aber wie gesagt, nimm dich aus dem Konflikt mit dir selbst raus. Weil es sieht wunderschön aus, das möchten die Energien sagen. Also lass das auch wirklich auch hinter dir, ne? Das Unangenehme und schließe damit ab. Greif die positive Energie. Lang genug hat es jetzt auch gedauert, dass du da dran rumgekurvt bist und dich da in dem Schmodder da drin gesuhlt hast und gesagt hast, naja, dann bleibe ich doch eben mal da und ich habe es nicht verdient und. Nein, nein, nein. Ich sehe dich hier, dass du komplett aufstehst, weil, wie gesagt, wie ich dich hier sehe, deine Ausstrahlung. Lebe deinen Magnetismus. Lebe die Magie. Weil du selbst die Magie. Weil du siehst hier auch, was du alles anziehst an Wunderschönem. Und hier diese Gedanken, du wirst hier auch dann weiter auch rankommen in Gedanken an das Positive, an die Herzlichkeit, die Gefühle, die Liebe, die Fülle, weil alles ist hier wirklich auf dem Weg zu dir. Und es schaut sehr, sehr, sehr schön aus. Das möchten dir die Energien sagen. Noch so einen kleinen Schubs zu dir selbst, weil deine Ausstrahlung ist phänomenal. Also die ist wirklich absolut fantastisch. Und das ist auch hier, was gezeigt wird, dass deine Ausstrahlung auch wirklich gesehen, du wirst gesehen. Ne? Aber wie gesagt, deine Unsicherheit, dein Pessimismus ist das, was dich hier auch wieder zurückhält. Und da sagen die Energien auch, nimm dich aus dieser Endlosschleife, aus dieser Spirale hier unten raus, weil die Fülle will zu dir. Nimm es an. Nimm die Liebe an. Okay? Also, meine Lieben, ich danke euch so sehr, dass ihr heute hier mit dabei gewesen seid, dass ihr das Video mit angeschaut habt, angesehen habt. Ich wünsche euch jetzt noch einen galaktisch tollen, schönen Tag. Fühlt euch alle ganz, ganz fest umarmt. Genießt euer Sein, genießt diesen Tag. Egal welches Wetter es macht, immer das Beste daraus. Und das Wetter ist egal. Wichtig ist, dass du sagst für dich, mir geht's gut. Ich starte raus in die Welt. Komme, was wolle, mir alles egal. Geh in die Welt und ja, lächel in dein Leben. Lächel das Leben an. Und dein Leben wird zurücklächeln. Ne? Alles, was du aussendest, kommt wieder zu dir zurück. Ja? Okay, meine Lieben. Also, fühlt euch umarmt und bis morgen. Tschüss.